Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Und zwar etwas für den Weihnachtsbaum. Wir basteln heute diesen Anhänger hier mit Schnee sogar drin und einem Schneemann. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ich das gebastelt habe, dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Wir stanzen als erstes hier mit der Big Shot. Und zwar habe ich hier so einen großen Wellenkreis. Und nochmal eine Kreisstanzschablone. Hab jetzt hier vom Action diesen wunderschönen kleinen Block. Und den verwende ich hier, um diese wunderschönen Sterne hier in Kreisform auszustanzen. Die glitzern und funkeln so schön. Das Papier finde ich allgemein auch sehr, sehr schön hier drin in dem Block. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Gerade zur Weihnachtszeit gibt es den im Action zu kaufen für wenig Geld. Und in Wellenkreisform habe ich mich für diese Farbe hier entschieden. Da werde ich den Wellenkreis mit der Big Shot jetzt ausstanzen. Hier sind nochmal die Stanzschablonen. Ich werde mal eben gucken mit dem Lineal, wie groß denn der Durchmesser ist. Schnappe ich mir mein Lineal und dann gucke ich mal für euch. Und zwar hat der Kreis jetzt hier einen Durchmesser von 7 cm und der Wellenkreis von circa 8 cm. Da habe ich mir jetzt hier auch beides ausgestanzt. Können wir so nehmen oder so. Ich finde es persönlich mit dieser Farbkombination am besten. Ich klebe das jetzt hier schon so in die Mitte auf. Sieht aus wie eine Blume, richtig toll. Vor allem mit diesen schönen leuchtenden Sternen. Ich hoffe, das kann man gut erkennen durch die Kamera. Ganz tolles Papier. Und dann legen wir das jetzt erstmal zur Seite, denn jetzt geht es weiter mit Stempeln. Wir stempeln uns einen Schneemann. Den habe ich aus diesem Set hier. Der hält hier gerade ein Geschenk in der Hand. Und dazu werde ich dann auch noch die Geschenke, die beiden Geschenke hier unten rechts in der Ecke, werde ich auch noch stempeln. Natürlich in Schwarz. Hier habe ich jetzt meinen weißen Farbkarton. Und dann stempeln wir uns mal den Schneemann drauf. Sehr schön. Nehmen wir uns auch gleich den Geschenkestempel und stempeln uns die Geschenke hier drauf. Jetzt habe ich hier noch von Lawn Fawn aus dem Stempelset hier Merry Christmas. Das stempel ich auch noch mal in schwarzer Farbe. Muss jetzt auch noch mal trocknen. Und dann können wir es ausschneiden und auch anschließend gleich ausmalen. Hier seht ihr jetzt schon den Schneemann und die Geschenke, die habe ich jetzt soeben ausgeschnitten. Merry Christmas haben wir ja aufgestempelt. Und ich werde mir links davon eine Markierung setzen mit 1,5 cm. Die möchte ich hier links noch freilassen. Da werden wir nämlich nachher hier oben an der Kugel Merry Christmas dran baumeln. Und da braucht man ein bisschen Platz dann, um ein Loch zu stanzen. So, ich werde das jetzt hier ganz einfach erstmal ausstanzen, ja, ausschneiden, ne? Am besten mit Bastelmesser und Lineal. Ihr könnt es aber auch vormalen mit einem Bleistift und es dann mit der Schere ausschneiden. Jetzt können wir hier anfangen, unsere gestempelten Sachen auszumalen, dem Ganzen Farbe zu verleihen, bevor wir es dann aufkleben. Ich verwende jetzt hier Twinmarker, ihr könnt aber ebenso auch Buntstifte verwenden, wie ihr das möchtet, ne?
Die Geschenke sind jetzt schon mal fertig koloriert. Jetzt ist der Schneemann an der Reihe. Kriegt er von mir noch rosa Wangen, kleiner Niedlichkeitsfaktor. So, wir haben jetzt das Ganze koloriert und jetzt können wir es kurz zur Seite packen und machen mit dem hier weiter. Wir werden uns jetzt die Sachen hier draufkleben. Ich hatte gedacht, hier auf die rechte Seite kommt der Schneemann und hier links daneben gleich die Geschenke, sodass es so aussieht, als ob er jetzt ein Geschenk entweder nimmt oder hinlegt zu den anderen Geschenken. So werde ich es jetzt aufkleben, ohne Klebeplättchen, denn wir machen nachher Kunstschnee rein und der bleibt sonst an den Klebeplättchen kleben. Das möchte ich nicht, deswegen klebe ich es auch direkt hier auf. Jetzt nehmt ihr euch passend zu der Größe des Kreises eine Acrylkugel. Die passt hier wunderbar, ich zeige es euch mal, ich lege es mal hier auf. Die passt hier ganz genau auf den Kreis. Und die passen wir so an, dass wir hier oben jetzt noch Platz haben, wo das Loch hier zu sehen ist, dass es so dazwischen ist, zwischen den Wellen und wir nachher noch ein Band durchstecken können. Ja? Wir nehmen uns jetzt erstmal ein bisschen Kunstschnee, bevor wir es natürlich ankleben, denn der soll ja hier rein. Und streuen den so ein bisschen hier drauf. Ihr könnt es aber auch anders machen, ihr könnt ihn hier hineinfüllen, dann Kleber drauf geben und es dann so rum anpassen, ja, wie ihr möchtet. Entweder legt das hier drauf oder hier. Ich streue mir jetzt einfach so ein bisschen Kunstschnee in die Halbkugel, dann sehe ich schon mal, wie voll die wird, also wie viel ich davon genommen habe. Das macht sich auch besser, als es direkt auf das Bild zu tun. Jetzt werde ich es hier vorsichtig drauf geben. Dann gebe ich auf den Rand Kleber drauf. Nehmt dafür auf jeden Fall einen Kleber, der sehr, sehr gut klebt. Dann legen wir uns die Kugel hier drauf. Wenn wir die Halbkugel draufgelegt haben, müssen wir es so leicht andrücken und dem Kleber auf jeden Fall jetzt ein bisschen Zeit geben. Wenn es bei euch gut zusammenklebt, dann könnt ihr euch einen Garn nehmen. Ich habe in dem Fall einen weißen, den stecke ich jetzt hier oben durch das Loch. Ich habe ihn zur Hälfte genommen. So, wenn es dann durchgesteckt ist, dann könnt ihr das eine nehmen, was ihr hier doppelt genommen habt, also diese Schlaufe, und steckt das andere einfach da durch. Und dann zieht ihr das hier oben fest. Für den Streifen mit Merry Christmas drauf nehme ich mir eine Lochstanze. Ihr könnt dazu auch einen Locher nehmen. Und dann mache ich mir genau hier auf der Seite ein Loch hinein. Dann wird das hier durchgesteckt. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen an den Seiten, das ist mir gerade spontan eingefallen, das Stempelkissen so ein bisschen rübergleiten lassen. Es gibt noch mal einen ganz tollen Effekt, hier mit einem schönen Dunkelblau. Vielleicht habt ihr auch dazu ein paar Fingerschwämmchen. Dann geht ihr einfach mit der Farbe hier so ein bisschen an den Seiten so rüber. Es gibt wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt. Hier oben können wir jetzt auch einen Knoten machen. Jetzt habe ich hier noch als kleines i-Tüpfelchen ein wunderschönes Schleifenband mit hellblau und weiß. Das passt doch hier oben wunderbar hin. Da mache ich mir eine schöne Schleife und binde die hier oben an dem Garn dran. Bin ja nicht so der Schleifenexperte. Ich hoffe, das funktioniert hier. Wenn wir das gemacht haben, dann sind wir auch schon fertig, ne? So schnell geht das.
So, meine Schleife ist jetzt fertig. Das, was hier zu lang ist, das schneide ich ab. Ja, und schon haben wir das Ganze hier fertig. So einfach ist das gemacht. Ihr könnt reinkleben, was ihr möchtet und es dann an den Weihnachtsbaum hängen. So einfach gemacht und vor allem auch so, so schnell mit einfachen Materialien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Bastelwelt. Tschüss!